Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Battlefield 3, Schütze Campo und das Hauptziel. Und wir sollen Minen auslegen, sagten sie vorhin. Und ich mach das einfach mal. Ich weiß überhaupt nicht, von wo sie kommen. Aber ich vermute mal von... Oh, da kommen sie ja schon. Hallo. Hallo. Angenehm. Shit. Ich habe natürlich ein bisschen getrödelt. Jetzt natürlich die Frage, kommen die nur von hier unten? Das wäre ja echt easy. Scheint nicht so. Hä, die Claymore... Bin ich jetzt selbst reingetreten, oder wie? Scheint so. Passiert, passiert. So, du Arsch. Danke für die Funzelleuchte. Fuck you. Okay, alles erstmal wieder sicher. Ich höre euch doch, ihr Schlawiner. Oh, die ist geil, die Waffe. Bisschen laut rumholzen, ist immer gut. So, Licht aus. Oder ich mach's mal an, vielleicht sehe ich sie besser. Da hinten sind sie. So, oh shit. Die sind oben, die sind oben. Die sind... Sind die oben? Die sind gar nicht oben, oder? Ich habe keine Ahnung, sind die oben? Seid ihr oben? Dann machen wir das Licht da hinten, oder von unten. Von ganz, ganz unten, die sind schon an der Treppe hier. Da, weg hier. Das ist meine Treppe. Ach, guck mal da unten. Das macht die Claymore. Ach, stimmt, die habe ich hingelegt. Aber die hat ja sehr gut reagiert auf den, auf die Ankunft des Terroristen. Eingänge? Was? Wie? Wo? Verstanden. Gib an den Türen Feuerschutz genau voraus. Was? Da oder da? Blutet stark. Schockzustand. Sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben. Verstanden? Haltet ihn am Leben. Er atmet nicht mehr. Verstanden. Egal. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube, da hinten kommen sie. Oh. Allerdings. So, ihr Schweine. Wo bist du? Wo bist du? Komm, komm, komm. Sehr gut. Einer war es aber noch. Zeig mir dein Puppenköpfchen. Shit. Heilige Kacke. Heilige Kacke. Heilige Scheiße. Verdammt. Du bist gestorben. Ich vermute mal, wir nähern uns langsam dem Ende des Spieles. Weshalb es jetzt vom Schwierigkeitsgrad noch etwas anzieht. Und das ist ja durchaus gut. Auch wenn es jetzt ziemlich blöd ist, da ich immer wieder faile, aber das gehört halt auch dazu. Das gehört halt dazu. So. Aber wartet mal, der Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. Westseite, erste Stockade des Abholpunkts. Das machen wir mal so. Verstanden. Versuchen zu euch rüberzukommen. Eine PA-Einheit ist an uns vorbei ins Kaufhaus eingedrungen. Erdgeschoss, müsste vor euch sein. Over. So. Verstanden. Damit können wir die hier oben schon mal blocken. Die da unten, die waren ja erstmal kein Problem. Wo kommen sie denn? Haupteingang. Ich weiß überhaupt nicht, wo der ist. Ah, da. Da scheint er zu sein. Da kommen sie auch schon. So. Sehr geil. Sehr schön. 7 Schuss. Ich würde am liebsten nochmal nachladen. Ich bin immer einer, der ganz schnell nachlädt. Beziehungsweise sehr zeitig. Aber das könnte mein Ende sein. Von daher lasse ich es jetzt mal. Shit. Verzogen. Habe ich. Jetzt muss ich wohl übel. Ich hätte natürlich gerne wieder die fette Knarre von denen. Aber ich möchte sie nicht hochlassen. Ah, zeigt euch. 1, 3, Achtung. Okay, jetzt kommen sie von hinten. Vielleicht können die auch, kommen die auch von hier. Ich weiß es nicht. Gott, ich Verstanden. Weiß es nicht. Gib an den Türen Feuerschutz genau voraus. Wie ist der Zustand des Gefangenen? Blutet stark. Ich weiß nicht, wo ich mich hinlegen kann hier. Nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, ah, es ist nicht so einfach. Verstanden. Da kommen sie. Claymore, mach doch mal was. Claymore geht nicht hoch. So, ihr Schweine. Jawohl, das war die Claymore. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Nochmal nachladen. Nicht, dass sie gleich von links kommen, dann bin ich echt am Arsch. Sieht erstmal das sicher? Nein, sieht's nicht. Hab ihn. Roger. Next one. Hab ihn. No, Kacke. Jetzt.
Campu, du könntest ja auch ein bisschen mitschießen. Sehr schön. Claymore hat gezündet. 1-4, 1-3. Kommt ihr durch bis zum Kaufhaus. Over. Stehen unter schwerem Beschuss. Feindliche Einheiten setzen sich zu euch ab. Erster Stock, Ausgangstüren. Verstanden? Verstanden. Blackburn, wir müssen hier weg. Komm mit. Okay. Nimm du den Krüppel. Ich halte euch den Rücken frei. Sehr gut. Wir werden rausgeholt mit dem Heli. So hört es sich zumindest an. Und ich finde sowas geil. Echt so einen Typen hier rausholen und dann zu verteidigen. Ich weiß, so richtig innovativ ist es heutzutage nicht mehr. Aber ich finde, es ist halt geil. Es ist halt geil inszeniert auch. Das muss man halt sagen. Es sieht halt einfach Schmuck aus. Lass mich raten, die nächsten kommen. Die nächste Welle. Ja. Shit. Schön veraimt. Der hat gesessen. Ach, diese blöden Stangen sind hier genau im Weg. Wo ist er denn? Das war schlecht. Ah, der hat gesessen. Oh. Er ist aber dicht dran gewesen hier. Alter! Kacke, Mann. Sie kommen. Wenn ich wüsste, wo. Wenn ich eins oben drüber... Hab ihn. Hab ihn nicht. Hab ihn wieder nicht. Mann. Du könntest ihn ja mal ein bisschen irgendwo anders hinzerren. Jetzt. Hab ihn. Echt. Irgendwo schreit noch jemand. Der Schrei in der Ferne. Zack. Okay. Irgendwer hat mich gesehen. Und ich hab ihn. Shit. Nur ins Gemüse geholzt. Mann, ey, was pfeffert denn hier so rum? Hab ihn. Scheiße. Campu, komm schon. Mach mal mit. Na, Drecksschwein. Meine Fresse. Irgendwo ist noch einer, sonst würde es wahrscheinlich getriggert werden, dass wir weitergehen. So die Theorie. Die Frage ist, wo? Ich sehe dich, du Schwein. Mann! Jetzt aber! Voll das Fressbrett weggeschossen. Was rumst hier eigentlich die ganze Zeit so? Irgendwas? Irgendwie beschießen die uns mit Granaten oder irgendein Gedöns? Du hast ihn aber auch ungünstig hingelegt, weißt du, in Bauchlage. Er kriegt keine Luft, er liegt mit dem Gesicht im Dreck. Ich meine. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Ja, ich bin bereit. Wollen wir nach oben gehen? Okay. Kommen die nächsten, oder was? Ja! Shit. Oh, Depp! Du Depp! Ich hab ihn gar nicht getroffen. Meinen eigenen Typen. Sehr gut. Campu, das warst du wahrscheinlich. So, Kollegen. Feuer Mann. Wir kommen raus. Was? Feuer einstellen. Okay. Komm. Zieh. Okay, Jungs. Gebt uns Deckung. Und weg hier. Scheiße, weg. Hä? Irgendwer hat es auf mich abgesehen und hat mir nochmal schön in den Arsch geschossen mit einer Rakete. Schade. Irgendjemand hat mich da getroffen. Wir sterben uns voran. So. Verstanden. Yep. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Haltet ihn am Leben! Jetzt aber, irgendwie kamen sie von hier noch, ne? Ich glaube, er fantasiert. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Wir gehen jetzt mal gleich vor und holzen hier um. Oh, wartet mal, wir gehen einfach raus. Pass auf! Oh, das... Shit. Okay, das war echt feige. Einfach vorgerannt. Feige vorgerannt.
Da wollte ich meine eigene Haut retten. Das wird nicht toleriert in diesem Spiel. Ach, ich hasse es aber auch, NPCs zu beschützen. Oder man muss eben genau das machen, was das Spiel hier will. Ja. So, irgendwie kommen sie jetzt von hier. So, Campu, los jetzt hier. Gib Stoff. Oh, guck mal hier. Oh, hier sind keine Granaten drin, schade. Keine Granaten. Kommt er? Och, was muss ich denn da jetzt noch machen? Und jetzt? Ach so. Ich muss neben ihm stehen, damit er ihn aufhebt. Doch, das ist ja sinnlos. Das ist ja meine ganze Taktik hinüber. Wo denn nur? Er hier. Ist der schon tot? Nee. Los, renn zu, Mann. Boom. Okay. Okay, okay, okay. Ich komme. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder sterben. Wer oder was schießt denn hier bitte eigentlich? Was hat mich denn getroffen? Wahrscheinlich bin ich wirklich einfach nur gerade so doof gerannt. Das ist eine Lampe, ne? Hier wird man eigentlich gar nicht beschossen. Seht ihr das? Ich bin wahrscheinlich wirklich nur zufällig mit meinem Kopf an so eine rumfliegende Rakete gekommen. Los rein da. Shit, von wegen. Och man, das ist scheiße sowas hier. Vor allem, warum kann ich nicht einsteigen in das Flugzeug? Das ist doch kacke. Ich will da auch rein. Ich will weg hier. Diese blöden getriggerten Sachen sind scheiße. Vor allem, es ist nicht ersichtlich, warum ich nicht rein kann. Das finde ich so schade. Mein Kumpel geht rein, aber ich darf nicht. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Was will der Entwickler hier von mir? So, ich stehe direkt neben dir. Jetzt sagt dein Text. Ich glaube, er fantasiert. Ach so, er sagt ja, Blackburn, komm her. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt daran ändern soll. Ich kann dir ein Halluzinogen geben, aber ansonsten weiß ich auch nicht, was ich machen soll. So, bitte spawnen Sie jetzt. Nummer 1. Nummer 2. Ja, aber einer ist noch da. Genau der. So. Vielleicht schieße ich die da rechts einfach mal ab. Die ich leider Gottes auch nicht sehe. Och, da ist noch einer. Feuer einstellen. Okay, ich darf auch nicht schießen. Ich will auch nicht schießen. Ich will raus. So, mittig positionieren. Auf wen oder was schießt ihr? Ich sehe. Leute, ich weiß es echt nicht. Was ich jetzt hier falsch mache. Irgendwas scheine ich sehr, sehr verkehrt zu machen. Wo sich das Spiel sagt, das kann ich nicht tolerieren. Dafür muss er sterben. Ich weiß es nicht. Jetzt stand ich anscheinend wieder genau in so einer Schussrichtung von so einer. Vom RPG. Aber. Wir sollen doch raus, oder? Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Ja, wir haben es verstanden. So, hier hebe ich jetzt auf. Ich glaube, er fantasiert. Ja, ich stehe ihm auch direkt auf den Körper. Vielleicht kann er keine Luft mehr holen. Das ist alles möglich. Wartet mal, wir legen uns genau auf ihn. Guck mal, wie hohl der ist. Kein Wunder. So, er ist weg. Er hat Verstopfung. Von innen, ganz klar. Hier ist viel Stuhlgang zu sehen. So, los Jungs hier. Wahrscheinlich schieße ich jetzt noch auf diesen Sack, weil ich in ihm drinne liege. So, da kommt noch einer. So, meinen eigenen Kollegen noch in den Arsch geschossen, damit das Ganze mal ein bisschen flotter vonstatten geht. Jetzt sterbe ich schon auf dem Weg darüber. Jawohl. Tja, Leute, ich weiß es echt nicht. Also wenn ich vorrenne, komme ich bis vor, aber sterbe dann dort, weil irgendwo ein RPG-Typ auf mich schießt.
den ich leider nicht sehe. Und ich es auch nicht ändern kann. Ich weiß es nicht. Also, mir ist es... Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich anders machen kann. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Halt ihn am Leben. Machen wir. Ich kann natürlich auch hier hinten drinnen bleiben. Ich bleib hier hinten drinnen und schieß die alle da hinten ab. Mit dem Scharfschützengewehr. Die Frage ist natürlich... Da ist unser Taxi. Da wird wahrscheinlich automatisch kommen, sie haben ihren Campu weglaufen lassen. Du hättest ihn näher an der Leine halten müssen. Das kann natürlich alles wieder sein. So. Jetzt kommen wieder diese Spaßknödel, Jan. Nummer 1. Nummer 2. Und weißt du, schön ist der dritte gleich hinterher. So, ihn sieht man direkt. Da platzt es weg. Jetzt kommt noch einer. Los jetzt. Lass mir wieder Wege rum. So, vielen Dank für das Gespräch. Batz. Jetzt kommen sie wieder. Ist da noch einer? Ach, jetzt duck dich doch nicht. Fuck you. Oh, komm. Meine Kugel kommt nicht an. Ist das geil. Oh, Leute, nee. Das ist ja fies. Wenn ich den nicht abschießen kann, habt ihr das gesehen? Meine Kugel kam jetzt einfach nicht an. Das war so wie in dieser einen Panzermission, wo ich da oben den Gegner nicht anschießen durfte, weil der als Freund angemarkert wurde. So ein Blödsinn. Und überfährt meine imaginäre Linie, dann wird er erst als Feind wahrgenommen. Das ist ja ein Schwachsinn. Sorry, also... Verstanden. Al-Bashir hält uns mächtig auf mussten sie das Spiel jetzt schnell rausbringen und haben hier nicht mehr nachgedacht, aber das ist ja ein Blödsinn. Machen wir. Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Ich bin schon seit einer halben Stunde hier. Wir wollen jetzt raus, Mann. Meine Fresse. Da ist unser Taxi. Genauso schwachsinnig, meine Leute sind draußen, anstatt die mal hier reinkommen, mir helfen. Manchmal ist es so, du durchquerst eine Tür und draußen warten sie dann und sagen, ah, oh, da seid ihr ja, sehr schön. Na, trefft mich gleich. Na los, jetzt geh doch endlich drauf, Mann. Nein. Nein. Ja. Ja. Jetzt kommen wir. Einfach nur rennen. So, ich bleib direkt hinter ihm. Da kann ja nichts passieren. Boah, das war schon wieder so knapp. So, gib mir gefälligst Deckung. Ich sag dazu nichts. Also irgendwas scheine ich sehr viel falscher zu machen, als es falscher nicht geht. Ich habe keine Ahnung, ich kann ja nicht mehr davor rennen in irgendeine blöde Deckung. Es ist ja einfach nur noch dilettantisch, was hier abgeht. Vielleicht ist es auch vom Spiel so gewollt, dass man hier noch 10-mal stirbt, damit die Spielzeit noch um 3 Stunden gestreckt wird. Damit man immer wieder diesen perfekt eingeübten Dialog hier hört. Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Ja, ich glaube, ich fantasiere auch. Jetzt nimm den endlich und latsch davor, Mann. Wir wissen beide, wie es hier abläuft. Da ist unser Taxi. Oh, Mann. Blackburn, halt dich für den Nutzen. Vor allem, ich habe es ja schon mal fast hingekriegt. Es wird ja immer schlechter hier. Das ist ja das Schlimme. Hammer. Der hat seine Granate selbst vorgehauen. Ach komm. Geh weg, latsch zu. Gut. Oder vielleicht muss ich ihn noch so ein bisschen verteidigen oder sowas. Das ist scheiße. Leute. Ja. Also ich sag schon mal tschüss, aber ich spiele das jetzt so lange und schnibbel's dann zusammen, bis ich es irgendwann schaffe, weil sonst sitzt man hier die nächsten 15 Parts noch, weil ich einfach nicht weiß, was ich jetzt angeblich falsch mache. Ich sag tschüss und ihr seht dann die Fassung, wo es dann funktioniert. Tschüss. Verstanden. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Halt ihn am Leben. Machen wir. Blackburn, komm her. Ich glaube, er fantasiert. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit.
hier rüber, komm her. Wir brauchen Hilfe. Wir verlieren ihn. Jag ihm das rein. Habt ihr mich gefunden? Das Exekutionsvideo. Video. Soleiman war es. Er sagte, nimm die Bombe. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird Soleiman zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, hey, durchhalten! Na los doch! Mach schon! Verdammt! Wir haben ihn verloren. Keine Ahnung, was er da gelabert hat. Hey! Na, es ist ein Handy. Vielleicht finden wir da drauf.